wurde. Nicht an der Spree geboren, aber durch meinen Beruf so richtig zu Hause in Berlin. Nicht so aufregend wie New York, nicht so swinging wie London, nicht so elegant wie Paris, aber von allem eine ausreichende Portion und dazu die berühmte Luft. Apropos, durch dieselbe bringen wir Sie täglich in einer Stunde und 40 Minuten direkt nach London. Und in derselben Zeit nach Paris und umgekehrt natürlich. New York, wo ich heute herkomme, dauert etwas länger, 8 Stunden ungefähr. Und mit an Bord ist Jack Bennett, einer unserer erfahrensten Piloten. Während meine diensthabenden Kolleginnen feine Sachen servieren, erzählt Jack von ganz frühen Berlin-Erfahrungen. Wann hast du angefangen, Berlin anzufliegen? Das war 1945. Ich habe einen Luftwaffenflug, habe die erste Maschine gelandet in Tempelhof nach dem Krieg. Die Russen haben noch Artillery geschossen, gelandet. Aber dann hast du also schon 1949 Berlin angeflogen. Doch, ein anderer Kapitän war damals mein erster Offizier, Kapitän Beasley, und ich, wir haben die meisten Luftbrückenflüge geflogen. Das liegt ja nun schon weit zurück. Erinnerst du dich noch daran? Ja, da war, wir flogen meistens Kartoffeln, Kohlen, und wir haben ab und zu Flüchtlinge geflogen, Notfälle. Ich erinnere mich, ich habe einmal ein Flüchtlingskind rausgeflogen und das Mädchen hat mir ein Talisman geschenkt. Ach, ist das niedlich. Fliegt ihr in deiner Cockpit mit, wenn du fliegst? Immer mit mir. Ich habe einen kleinen Bär in meinem Koffer oder irgendwo in dem Kanzel. Bei jedem Flug. Damals war ich 3 Jahre alt, als die sogenannten Rosinenbomber über unsere Dächer brummten. Jede Minute einer. Na, dann wollen wir mal aussteigen und gleich ein bisschen in die Zukunft schauen. Das hier ist übrigens Berlin-Tegel. Da kommen die ganz großen Vögel an. Unsere Boeing 707, die Coronado, die Pariser Direktmaschine und viele Chartermaschinen. Mehr als 250.000 Menschen starten jährlich von hier aus in den Urlaub. Westerland, Mallorca, Tunesien und was es sonst noch an Preiswertem für den Normal-Jet-Setter gibt. Tegel wird mal ganz groß. Schon 1974 können an diesem Sechseckgebäude mit 120 Meter Seitenlänge 14 Großraumflugzeuge zur gleichen Zeit versorgt werden. Der Fluggast fährt unterirdisch per Metro oder Auto bis zu seinem Abfertigungsschalter. Bisher bewältigt Tempelhof noch allein 92% des Flugverkehrs. Und hier mitten in der Millionenstadt starten und landen wir. Täglich mindestens 200 Mal auf dem zweitgrößten Flughafen der Bundesrepublik nach Frankfurt. 1974 sollen es 7,5 Millionen Passagiere im Berlin-Verkehr werden. Mir reichen eigentlich schon die 5 Millionen von 69. Aber wir werden es schon schaffen. Der Beruf macht mir Spaß und die meisten Gäste sind sehr nett. Das ist also hier unser Jet-Set. Dazu ein bisschen Karajan, Banar, Beatles und Bardot. Dicke Herren mit noch dickeren Brieftaschen, Filmsternchen, einige Journalisten, Politiker. Aber diese Bürger hier haben es weder sehr eilig noch haben sie viel Geld. Und sie sind trotzdem im Berliner Jet-Set. Also wissen Sie, mir macht es Spaß, für Sie da zu sein. Sie sind es ja auch für mich. Die Menschen hier sind aufgeschlossen, sind liberal, lebenslustig. Man bekommt was für sein Geld und ist außerdem je nach Jahreszeit in 2 Stunden an der See oder in den Bergen. In Berlin gibt es genügend Wasser, Wald, Sportclubs, prima Geschäfte, Beachschuppen, na und nette Jungs. So lässt sich unsere bescheidene Jet-Set-Ausgabe ertragen. Übrigens, in einem dieser modernen Wohnblocks lebe ich. Obwohl automatische Landungen dicht neben den Berliner Häuserzeilen durchaus möglich sind, verzichtet man darauf. Die Überwachung der besonderen Sicherheitsvorschriften liegt bei der US Air Force. Hier, vom Ground Control Approach aus, wird jede Maschine sicher auf die Runway gebracht. G.I. Joe aus Texas oder Sergeant Fuller aus Wisconsin wurde nicht an der Wiege gesungen, dass sie 25 Jahre später für die Sicherheit hunderttausender Berlin-Passagiere mitverantwortlich sind. Ein Teil des Tempelhofer Flughafens ist der amerikanischen Luftwaffe vorbehalten. Sie koordiniert den Gesamtbetrieb und kooperiert mit der deutschen Flughafenverwaltung. Deutsche und ausländische Staatsoberhäupter und Regierungschefs betreten hier nach der Landung Berliner Boden.
Im Londoner Protokoll vom 12.09.1944 und den Zusatzabkommen des Jahres 1945 wurde das Zugangsrecht der Westmächte auf dem Luftwege geregelt. Danach dürfen Flugzeuge, die eine englische, amerikanische oder französische Lizenz besitzen, eine vom Sitz der alliierten Luftsicherheitszentrale aus gemessene 32 Kilometer umfassende Luftkontrollzone sowie die drei jeweils 32 Kilometer breiten Luftkorridore in einer Höhe bis zu 3000 Metern befliegen. Darüber wacht die als Vier-Mächte-Behörde ausgezeichnet funktionierende Luftsicherheitszentrale im ehemaligen Kontrollratsgebäude. Täglich wehen hier die Fahnen der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Fluggäste, Journalisten und auch Freundinnen haben mich oft nach der Definition des Jet-Set gefragt. Da Gunter Sachs, Maria Callas und Kurt Jürgens nicht täglich kommen, muss man sich für den Berliner Jet-Set eine Erklärung selber zusammenbasteln. Der Herr Generaldirektor und der Rimini-Urlauber, der Kegelclub Sportfreunde, Manager und Mütterchen. Dazu eine Prise große Welt, Snobbepil und ein kräftiger Schuss Selbstbewusstsein. Es kann er doch hier den Koffer von Samsonite, das Kostüm von Pucci, Reisetasche und Schirm von Harrods in London. Äußerlichkeiten. Innerlich kann sich ohnehin jeder zugehörig fühlen. Den Ausweis muss man vorzeigen bei den freundlichen Jet-Set-Polizisten. Fliegen im Berlin-Verkehr ist nicht Statussymbol. Linke, rechte, Verheiratete, liierte Rentner und Reiche, wie es gerade kommt, alle fliegen. Hübsch angeschnallt bleiben. Von und nach allen neuen Flughäfen der Bundesrepublik, die wir anfliegen, gibt es auch was zu knabbern. 25 Minuten bleibt jede Maschine im Berlin-Verkehr am Boden. Das reicht für Säuberung, Tanken und Überprüfung der Instrumente. Und gerade noch fürs Make-up für uns und einen Telefongruß zum Boyfriend. Dann geht's zurück. Nach ungefähr 5 Stunden ist Feierabend für das fliegende Personal. Good night, ladies and gentlemen, und auf Wiedersehen. Hellwach ist um diese Zeit noch die Berliner Industrie. Was 270.000 Menschen schaffen, repräsentiert einen Wert von gut... Die Industrieprodukte Berlins gehen in alle Welt, hauptsächlich per Bahn und Schiff. Viele hochwertige Güter per Luft. 1969 wurden 23.000 Tonnen transportiert, dazu 10.000 Tonnen Post. Darum ist auch nachts der Berliner Himmel nicht ruhig. Radar, Landebefeuerung und Sprechfunk bringen jeden Düsenriesen glatt auf die Piste. Unsere Maschine wird gleich verwandelt. Kapitän Torell gehört wie Bennett zu den ausgewählten Piloten, die den schwierigen Anflug auf Tempelhof perfekt beherrschen. Sie sind gut trainiert. Torells 727 wird innerhalb von 20 Minuten umgerüstet. 127 Flugsessel und die ganze Küche verschwinden im Hangar. Auch BEA und Air France fliegen Fracht. Berücksichtigt man, dass in fast jeder Passagiermaschine auch ein Teil Fracht mitgenommen wird, so steht der Berliner Wirtschaft ein ausreichendes Angebot an Luftfrachtraum zur Verfügung. Auch die Bevorratung für die Stadt mit Lebensmitteln, Heizmaterial und anderen Bedarfsgütern erfolgt zum Teil durch die Luft. Eine willkommene zusätzliche Einnahmequelle für die Fluggesellschaften. Nun, Klappe zu, guten Nachtflug für Glühbirnen, Roben und Turbinen. Und wieder wird es Tag.
Unfreundlich heute. Ein bisschen bumpy. Oh, pardon. Etwas Luftturbulenz. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich denn keine Angst habe, so Tag für Tag in der Luft. Nur so ein bisschen Aluminiumhaut drumrum, die verwirrenden Hebel im Cockpit, Zeitungsartikel über Bomben, Entführung. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Eltern, die ja sowieso gegen diesen neumodischen Beruf waren, machen sich viel mehr Gedanken darüber. Eine Tee bitte oder lieber Scotch? Diese Herren werden im größten Beatschuppen Berlins auftreten, The Bamboos of Jamaica. Übrigens komponierten sie dieses Lied nebst Text extra für unseren Film. Statt einer Schulaula, die Boeing zu schrubben, finden diese Jet-Set-Damen vom Kabinenpflegerinnengeschwader wesentlich attraktiver. Und was finden sie noch? Hut, Mantel ist so das Wichtigste, also das meiste, was liegen bleibt. Außerdem Schmucksachen, Uhren, Trümpfe, ja, Trifthalter, Büstenhalter, alles, ja. Hier bin ich jetzt 8 Wochen, ich war vorher in der Nachtschicht, ja. Da halt ungefähr 5 Pullover fangen jetzt an. Alles nur in der Freizeit zwischen den Maschinen. Ja, hier ist euch der Strickclub. Wer am Jet-Set-Drücker sitzt, lebt sowieso angenehm. Im Passagierverkehr brauchen wir ungefähr 1,5 Millionen Stück Zucker, 350.000 Liter Kaffee, 750.000 Limonaden und fast 50.000 Rollen Toilettpapier. Ganz zu schweigen von den kompletten Menüs, Schokolade, Anstecknadeln und was es da sonst noch gibt. Zum Beispiel täglich 800 Kubikmeter Flugbenzin. 6 Millionen Mark werden im Jahr für den Service aufgewendet, ohne unsere Gehälter. Obwohl die Herren doch immer wieder behaupten, wir seien das Beste vom Service. Und hier präsentiere ich Ihnen gleich eine Auswahl. Gut frisiert, immer fröhlich. Oder haben Sie etwa andere Erfahrungen gemacht? Und mitteilsam. Komisch ist vor allen Dingen, wenn die Leute rumlaufen. Nicht? Wenn die zur Maschine rasen, vor lauter Angst, dass sie keinen Platz kriegen. Und dann sieht man einen ganzen Fußballverein hinter sich herlaufen. Nicht? Und die begreifen es auch nie. Man kann also noch so oft sagen, bitte langsam, jeder bekommt einen Platz, keiner braucht stehen. Trotzdem wird gerannt. Der Unterschied ist natürlich, wir nehmen kein Trinkgeld an. Das ist der Unterschied zwischen der Kellnerin und uns. Ab 10 Mark, das ist kein Tipp mehr, das ist dann schon ein Geschenk und das dürfen wir auch annehmen. Früher gab es das, auf der DC-6 kriegt man oft kleine Geschenke, Taschentücher oder eine Schallplatte oder ein Buch oder solche Sachen. Aber heutzutage nicht mehr. Doch, also ich finde ja, da ist zum Beispiel der Herr, der sehr häufig mit uns fliegt, der bringt doch immer alle drei Mädchen einen Kasten Konfekt oder eine Flasche Sekt mit. Da war ein Passagier, der hatte sich während des Fluges, ich weiß nicht, 2, 3 Whisky so pur bestellt, traf vorne zusammen mit dem Kapitän. Und er sagte, also Sie sind geflogen? Da sagt der Kapitän, ja, so in gebrochenem Deutsch. Guckt er in seiner Tasche, wühlt da rum und gibt ihm 2 Mark Trinkgeld für den schönen Flug. Air France, BEA und Pan Am sind nicht allein in Berlin. Zwar dürfen nur Sie fliegen, buchen dürfen alle. Passagiere und Fracht. Und es lohnt sich offensichtlich, denn 19 Gesellschaften haben hier ihre Büros. El Al und Olympic, Varig und SAS, Air India und Sabena, TWA und Swiss Air und natürlich die deutsche Lufthansa mit Repräsentationsräumen am Kudamm. Aber auch außerhalb der feinen Büros wird repräsentiert. Heute Abend sind alle Miezen, alle Engel der Luft, ohne Konkurrenzneid schwesterlich vereint. Startschuss zum Berliner 6-Tage-Rennen. Ab geht die Luftpost. Morgen früh haben alle wieder zu tun. Tickets buchen, Fernschreiben absetzen, Kaffee für den Chef, Make-up für den Direktflug nach Paris und immer ein bisschen Erinnerung an gestern Abend. Wenn ich so dran denke, dass ich mit dem ersten Vogel um 6.40 Uhr nach Hannover fliege und das nicht nur zur Sommerzeit, Jet-Set-Schicksal einer jungen Dame. Aber nicht klagen. Nette Kollegen, ein prima Gehalt und
mancher Schriftzug im Poesiealbum. Altmodisches Wort für Telefonverzeichnis. Das entschädigt für rasselnde Wecker zu unmenschlicher Zeit. Diese hier und noch viel mehr sind auch mit mir geflogen. Aber nicht nur Kinostars. Im Berliner Luftverkehr trifft man ebenso häufig die hohe Politik. Übrigens ganz nette Männer, natürlich freundlich und bescheiden. Klaus Schütz gehört zu den Oftfliegern. Seine bevorzugte Strecke natürlich, Berlin-Bonn und zurück. In der Regel muss ich davon ausgehen, etwa einmal in der Woche aus Berlin rauszufliegen, meistens auch ein zweites Mal. Das ist natürlich bei diesen Flugverbindungen im Augenblick besonders günstig. Wir haben ja, sind ja wohl der deutsche Flughafen, die deutsche Stadt, die am schnellsten erreichbar ist. Man kann sehr schnell einen Termin nachmittags irgendwo in München oder Frankfurt oder Bonn wahrnehmen und kann am Abend schon wieder in Berlin sein. Da haben wir ihn mal außerdienstlich, Klaus Schütz. Flugkapitän Bennett, Sie erinnern sich vom Anfang aus der New Yorker Maschine, gibt eine Party. Wie sagt man so schön? Alles, was Rang und Namen hat, ist da. Mhm. Ganz flott. Axel Springer, Modeschöpfer Uli Richter. Gastgeber Jack Bennett mit seiner Frau, übrigens eine ehemalige Kollegin von mir. Arthur Brauner, der Filmzar mit Frau Maria, der Maler Tim und Susanne Erichsen. Prinz Louis Ferdinand erzählt, dass er vor mehr als 40 Jahren den Pilotenschein ausgerechnet in Hollywood gemacht hat. Und zwei Kolleginnen von mir hören aufmerksam zu. Und jetzt wollen wir uns schnell nochmal bei einem anderen Captain umsehen, der sich in Berlin wie zu Hause fühlt. Lenny Torell, Sie kennen ihn schon. Er hat zwei Kolleginnen zu Besuch. Was wollen Sie hier sehen? Wollen Sie das ganze Museum haben oder nur ein Stück davon? Das ist eine mobile von kleinen Flugzeugen. Das war alle meine Privatflugzeuge, das ist nur ein Teil davon. Also. Aber die Weiße? Ja, das ist Skymaster. Das ist ein kleiner Flugzeug, ein Sportflugzeug, das heißt Skymaster. Das sind nur Privatflugzeuge, was ich gehabt habe. Aber sonst, Gerda, hier sind, die sind alle Göttinnen von Fruchtbarkeit, heißt es? Fruchtbarkeitsgöttinnen. Danke sehr. Das Leben ist fantastisch. Ich habe Berlin, Berlin ist was ganz Besonderes. Also die Lebenslust von den Leuten hier ist fabelhaft. Ich bin wirklich zu Hause. Ich habe ein schönes Haus beim Schlachtensee. Und dann, wenn die Spirit, das Lust kommt, dann in zwei Stunden bin ich in Rom oder irgendwo in Mediterranien oder Spanien und plötzlich bin ich wieder in meinem kleinen Haus am Schlachtensee. Die drei müssen noch eine Runde fliegen. In zwei Stunden sind sie zurück und machen vielleicht das Gleiche wie ich. Einen Sprung ins Berliner Nachtleben. Und dann ganz, ganz lange ausschlafen. Tja, so ungefähr sind wir. Die schnellen Leute von Berlin. Jet Set à la Spree. Die Männer in den weißen und dunkelblauen Monturen. Die Passagiere. 200 Piloten. Mädchen am Buchungsschalter. Arbeiter und Industrielle. Die Alliierten und wir. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Film.